Wenn ihr euch fragt, warum ich das so gemacht habe, diese Jungs haben es nicht anders verdient, tut mir leid. Geldgier macht eben sowas. Menschen sterben deswegen. Oh Gott, wie komme ich eigentlich hier wieder raus? Ich wollte doch nur diese Elfin finden, verdammte Scheiße. Und danach müsst ihr mir im Weg stehen und Mann, was war das? Ein Fernrohr? Na, ich bin wieder überladen. Mann! Ein gewöhnliches Stahlschwert. Weg damit. Ein Fernrohr. Das ist doch kein Rohr, das ist eine Lupe, Alter. Oh, erlesen. Yes, bitte. Na, ach komm, ey. So. Nein, nein. Nein. Was soll ich denn wegschmeißen, verdammt? Nee. Na, ich kann hier wieder laufen, also passt's. Ah, toll. Ich muss den Weg, Ausweg jetzt hier rausfinden. Mann. Ich finde doch niemals den Weg hier raus. Ich bin zu blöd für sowas. Hallo, hilf mir jemand. Ich bin ein Hexer ohne Orientierungssinn. Kann mir mal einer helfen? Hallo? Ah, hier geht's raus. Hallo? Hallo? Wo geht's raus? Hilfe! Hilfe! Achso, da ist der Ausweg. Ich find's schade, dass ich die Elfe nicht gefunden habe. Mann, ey. Besiege die Squirtle. Du bist kein Squirtle. Verschwinde. Ist sie hier unten? Naja, war ein Versuch wert. Ich hab die wirklich entkommen lassen. Mann, ey. Mist. Ja, ich besieg schon die Squirtle. Squirtle. Na? Wo seid ihr? Hier, da, ach da. Hallöchen. Donnerschlag. Kein, bist du ein Pokémon oder was? Donnerschlag. Aua. Oh, die hauen mich aber auch klein, ne? In dein Gesicht. Ist da einer reingerannt? Hallo, renn doch mal einer rein. Hallo. Wohin? Hallo? Komm mal her. Put, 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 put. Guck mal, was ich hab. Och komm, jetzt hau mir nicht in die Fresse, Alter. Das ist ungesund für mich und für dich auch. Aua! Oh. Ich wollte dich eigentlich gar nicht. Mann. Dann halt nicht. Ich soll sie finden, jetzt soll ich wieder zurückrennen. Na toll. Oh. Oh, Hilfe, 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 die ist doch in diese Richtung gerannt, oder nicht? Oh komm, ich kann mich hier nicht so viel irren. Ich komme noch von hier. Hallo? Aua. Ey, es darf doch nicht wahr sein, Alter. Wo ist die? Von wo komme ich, verdammte Scheiße? Na. Na, ich renne in die falsche Richtung, es war hier hinten.
Kämpfen die gegenseitig? Finde ich geil. Also, finde ich toll, dass die das so machen, denn da muss ich's nicht machen. Es pisst auch wie Sau, ne? Ne, sagen wir nicht pisst, es regnet wie Sau. Ach, hier oben. Siehste, ich hab den Weg gefunden. Ich weiß ganz genau, dass sie hier hingerannt ist. Na? Hier? Nee? Irgendwo? Mädel? Bist du hier? Na komm, pack dein Schwert weg. Ich guck erstmal draußen nach ihr, vielleicht ist sie jetzt drin. Weißt du? Kann ja sein. Oh, das ist doch nicht wahr. Ich lauf wieder im Kreis. Ah, siehste? Oh, da ist sie. Hab dich gefunden, Mädel. Gnade! Fort mit dir. Komm mir nicht wieder unter die Augen. Werde ich nicht. Hab Dank. Mehr sagt sie nicht. Mann, das... Oh Gott, ey, ganz ehrlich. Stellt ihr noch eine Falle auf? Oh, ein Kräuterli. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Das bemerke ich immer, nachdem es vorbei ist. Tagebuch. So, aber eine Quest habe ich ja beendet. Passt ja. Fight Club. Kann ich hier irgendwie mit dem Fight Club irgendwie die Quest... Also geht das, wenn ich jetzt hier irgendwo... Nee. Ich muss jetzt immer geradeaus. Was ist hier eigentlich so rot die ganze Zeit? Ist hier jemand? Nee. Hier hinten irgendwo soll ich hin? Na? Trifft dich mit Siggi in der Schenke. Okay. Das werde ich dann machen, aber erst wenn es soweit ist. Ich suche gerade den Troll, falls euch wundert, dass ich in die komplett falsche Richtung laufe. Ich suche den Troll. Die Betonung liegt auf Such. Und ich hab's, glaube ich. Ich habe ihn schon gefunden, siehst du? Wieso kann ich da nicht runter? Verfolgt mich jemand oder... Jetzt. Und hopp. So. Troll. Ich speichere lieber, bevor ich den wieder töten muss. So. Hey Troll, alles klar? Gib nicht! Was gibt? Das hatten wir ja schon. Warum? Das ist. Aber. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Von wem? Aua? Hallo? Falscher Knopf. Ich wollte dich eigentlich gar nicht töten, aber du willst sie unbedingt. Genug! Nicht schlagen, Troll, brav! Siehste. Du bist betrunken. Schnaps gut. Kopfschmerzt, Gedankenschmerzen nicht. Gedankenschmerzen nicht ohne Grund. Weib mein erschlagen, weib mein Gut, kocht Fleisch. Wer hat sie erschlagen? Weiß nicht. Sitze auf Brücke, komme in Höhle zurück, aber riecht nicht nach Fleisch. Weib liegt da, Kopf nicht, muss trinken. Kann nicht in Schenke, Menschen erschlagen, Troll, muss trinken. Wenn ich den Mörder deiner Trollin finde, hörst du dann auf zu saufen? Findest du nicht. Ich habe hier Freunde. Ich rede mit ihnen. Wir werden sehen. So, wo ist denn deine Höhle? Lass mal gucken, ich will Frau sehen. Wo ist Frau? Hm? Hier hinten? Irgendwo? Nein, vielleicht? Kannst du mir auch sagen, wo deine Höhle ist?
Vielleicht kann ich da ja was untersuchen oder so. Dann halt nicht. Mann, 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 Mann. Aber ist ein lieber. Ja, ein bisschen lieber, ne? Ja. Ist hier die Höhle vielleicht? Nee, dann halt nicht. Ah, die Brücke ist wirklich sehr am Arsch. Also ist wirklich außergewöhnlich am Arsch, diese Brücke. Wenn ich das mal so sagen darf. Kann ich da wieder hoch? Bitte sag ja, denn ich wüsste jetzt nicht... Okay, ich kann da hoch. Und hopp. So, die Quest mache ich später. Ich gehe erst zum Fight Club. Oh Gott, hast du mich erschreckt, Alter. Da oben ist Norden, wenn ich mich nicht irre, ne? Es wird wieder dunkel. Mist. Na. Und es hat gespeichert. Es hat wieder gespeichert. Warum speichert so oft? Ich hab dir nicht gesagt, er soll so oft speichern. Das macht er von alleine. Ist er da oben? Nee. Wo ist dieser Mann? Verdammte Scheiße. Ich gehe zum Schankwirt und schläger mich da. Zur Schenke. Schank, was war der Typ dort? Oh, komm, die pennen wieder. Ich kann es nicht mit ansehen, macht immer einer weg. Eine Sache lässt mir keine Ruhe. Spuck's aus. Was essen Hexer eigentlich? Pilze? Kartoffeln? Wieso denn Kartoffeln? Ist doch auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Wieso soll er keine Kartoffeln essen? Idioten. Oh Gott. Hä? Oh, die vier sitzen alle am Tisch. Huh? Mit dir wollte ich gar nicht reden. Sorry, dass du aufgestanden bist. Ich muss zur Schenke, ich muss mit dir sprechen. Nee. Freut mich. Ja, mich auch. Sigi, weh Sigi. Meint der Sido oder was? Bist ein kräftiger Kerl. Aber ich bin auch... Nee, komm. Wo finde ich Sigi, mein Freund? Sigi, 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 bist du Sigi? Triss, du bist Sigi? Du bist Sigi? Nee. Hat jemand was gesagt oder was? Bist ein kräftiger Kerl. Ja, ich hab... Nein, ich will gerade nicht mit dir kämpfen. Nee, ich muss mit Triss reden. Das Pogrom in Riva. Ich weiß wieder alles. Der Pöbel, An was? Ach... Okay, das hatten wir schon. Toll. Ich kenne so ziemlich alle. Ich will das nicht. Ich soll. Hä? Verstehe ich nicht. Fight Club, triff dich mit Sigi vor der Schenke. Hm. Hallo? Danke. Bin ich auch vor der richtigen Schenke? Es gibt noch diverse andere Schenken. Nerven aus Stahl, was? Ja. Oh, bist du Sigi? Hey, Märchenprinz. Hallöchen. Nee, auch nicht Sigi. Wo ist Sigi, verdammt? Bist du Sigi? Flotsam hat eine Armee. Hexer brauchen wir nicht. Ja. Nee, du bist kein Sigi. Du bist genauso wenig Sigi wie der andere. Karte. Hast du keine Plane, gehst du mal zur Karte. Hat sich nicht gereimt, aber... Es kommt ja nur darauf an. Jetzt. Hallo? Jetzt hier. Ich. Jetzt. So, blitzschnelle Reflexe. Gerne. Jetzt würde ich das Herz. Momentum. Geralt kann sofort wieder Schwung holen, nachdem er den Gegner getroffen hat. Hell yeah. So. Vor welcher Schenke soll ich den Mann treffen jetzt hier? Das sind Schenken? Da muss doch hier vorne sein, irgendwo. Alles keinen Sinn. Es gibt ja noch den hinteren Gang, wo eine Schenke sein könnte. Oder ein Schenkeneingang, genau genommen. Aha. Kann ich hier so außenrum entlang? Schenke, Schenke, Schenke.
Nein. Hier vielleicht? Auch nicht. Nein. Nein. Kameraden, eine Frage. Ah. Was gibt's, Grünschnabel? Sollten wir nicht auch ein paar sinnvolle Arbeiten erledigen? Grünschnabel, dein Kamerad möchte dir etwas anvertrauen. Hör gut zu, ich sag's nur einmal. Was denn? Belästige uns nie, nie wieder mit so einem Quatsch. Was willst du? Heißt einer von euch Siggi? Wohin so eilig, Freundchen? Oh nein. Ärger. Was willst du? Das Hallo? Hat doch alles keinen Sinn. Freddy, aber keiner heißt Siggi. Siggi. Siggi Siegmann, wo das bist du, mein Freund? Das hat keinen Sinn. Ich möchte dich schlagen. Ist das eine Schenke hier vorne? Lass mich. Würdest du bitte? Danke. Was willst du? Was jetzt? Ich möchte durch. Okay, da geht's nicht durch. Bis der nächste Grünschnabel kommt. Und wie heiße ich dann? Apostel der Höllenquarn. Auch geil. Apostel der Höllenquarn, okay. Aha, jetzt ist auf einmal ein Zeichen da vorne. Ach, wenn es erst dunkel ist, oder wie? Bist du Siggi? Heißt du Siggi? Nee. Wer heißt dir Siggi? Bist du Siggi? Nee, für Siggi bist du zu betrunken. Setzt auf meine Männer! Ah, auf da. Auf wen fällt denn da Siggi Königs Blick? Hast du dir die Sache überlegt? Du schielst übrigens. Ja. Ich bin bereit. Unterwegs erkläre ich dir alles. Jetzt rede. Weißt du, wofür Flotsam berühmt ist? Nee. Für gar nichts. Da irrst du dich. Im Pontartal gibt es nur zwei Städte, die einen Besuch wert sind. Bonda, wegen der hübschesten Mädchen im ganzen Norden. Und oh, da muss ich hin. Weil dort die besten Kämpfer organisiert werden. Da muss ich auch hin. Wer organisiert sie denn? Offiziell keiner. Aber wenn man sich gut umschaut, findet man Erstaunliches. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Hm? Ich setze auf meine eigenen Kämpfer. Ich habe dich ausgesucht. Und du wirst es nicht bereuen. Und jetzt gehen wir dahin, wo aus einem Burschen ein Mann wird. Und aus einem gemeinen Raufbold ein Meister. Wo es nach Blut, Schweiß und Urins riecht. Hexer, benimm dich! Kein Puff? Ich? Geld oder Leben? Und er? Halt! Erkennst du Siggi König nicht? Dich kenne ich, aber der andere? Der sieht gefährlich aus. Wie alle Kämpfer von Siggi König. Der Bauer, den du neulich angeschleppt hast, wurde nach einer Viertelstunde völlig demoliert wieder rausgetragen. Diesmal ist es anders. Wart's ab. Der Kommandant höchstpersönlich wird ein Vermögen auf ihn setzen. Na schön, ich kann ihn durchlassen. Aber seine Waffen bleiben hier. Na, eigentlich trenne ich mich von meinen Schwertern nicht, aber da es was mit Boxen von zu tun hat. Aus. Schon bist du ein reicher Mann. Deine Sachen warten in der Kiste am Tor auf dich. Danke. Zum Glück haben die meine Kleider nicht weggenommen. Loredo. Höchstpersönlich. Erlaubt er die Kämpfe? Erlauben? Er organisiert sie. Hier werden Riesensummen gesetzt. Ich hatte zuletzt ein bisschen Pech, aber du wirst die Leute daran erinnern, wer sie wie König ist. Enttäusch mich ja nicht. Mhm. Sind das hier meine in Anführungsstrichen Freunde? Hallo Siggi, lauf mal. Ist relativ dunkel hier. Jetzt lauf doch vor, Junge, ich weiß nicht wo entlang. Lass dich nicht unterbuttern. Siggi der Narr ist zurück. Und was für eine Rückkehr. Mein Kämpfer wird mächtig von sich reden machen. Der Ungeheuer-Töter? Wie hast du denn den zu dieser Prügelei überredet? Siggi König hat seine Mittel. Das klingt spannend. Wir machen Flotsam berühmt für seine Faustkämpfe. Sie werden Lieder von Siggi und Geralt singen. Gewinn du nur. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du bereit? Okay. Ich bin bereit. Großartig. Du wirst mich noch auf den Schultern tragen. Dein erster Gegner ist der Trockner. Sie nennen ihn so, weil er sämtliche Säfte aus seinen Gegnern drischt. Vielleicht macht er sich gleich nass. Gib's dem Arsch! So. Ach du Scheiße.
Es fängt direkt an, ohne irgendwie jemandem was zu sagen. Und B, X. Klopf ihn durch. Loser, mein Freund, du bist ein Loser und du hockst, und du bockst jemanden K.O.? Das glaubt noch nicht mal deine eigene Mutter. Ah, verdammt. Lass dich nicht unterbuttern. Meine Hände sind gerade so schwitzig, weil ich so aufgeregt bin. Und? Ach komm, ein Schlag ins Gesicht hätte noch gelangt. Klopf ihn durch. Dem hast du die Gesichtszüge neu sortiert. Wer ist der Nächste? Mitko, ein Schlag. Normalerweise reicht ein Schlag von ihm aus. Bin auf den zweiten gespannt. Viel Glück. Ja. Komm, lass battle hier. Lass dich nicht unterbuttern. Ich butter mich nie unter, Alter. Ich butter mich immer um. So. Hihi. Ich muss aufpassen, dass ich die Tasten nicht verwechsel. Und jetzt... Ah, Bams. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es das für PlayStation gäbe, dann... Ah, scheiße. Dann hätte ich das niemals... Hätte ich das niemals geschafft. Denn ich blick die PlayStation-Dinger nie. Ich muss jedes Mal drauf gucken. Lass dich nicht unterbuttern. So, X. Oh, und tritt in die Eier. Und... Oh. Gib's dem Arsch! Du bist die Entdeckung meines Lebens. Wir sind also füreinander geschaffen. Und ob? Aber vor uns liegt noch ein langer Weg. Dein nächster Gegner ist Schniegel, der Franzenschwanz. Nicht so beliebt? Trägt gern Kleider mit Troddeln. Letzten Monat hat er seinem Gegner ein Ohr abgebissen. Also, ich kämpfe jetzt gegen Mike Tyson. Franzenschwanz. Klopf ihn durch. Ist das geil. Der sieht sogar aus wie Mike Tyson. Ach du Scheiße. Gib's dem Arsch. Ja, auch mal der Witcher gegen der Hexe gegen Mike Tyson. Ah Mann. Immer zwischen B zu A kriegen. Lass dich nicht unterbuttern. Weil ich immer X drücke aus Versehen. Aber man muss sie auch mal schlagen lassen, ne? Damit man weiß, wie sie Schmerzen anfühlen. Ja, das war Mike Tyson. Noch ein war übrigens und wir sind reich und berühmt. Wer diesmal? Stanek. Es braucht 4 Leute, um ihn umzuhauen. Schaffe ich. Ich bin übrigens ein großer Mike Tyson-Fan gewesen, als er so geboxt hat. Das war unglaublich cool. Der war einfach schnell, agil, zack, zack, von unten nach, bam, 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 bam. Ich hab das gemocht. Natürlich Muhammad Ali auch. Das war die zwei. Kennt man. Hexe. Beste der Welt. Tritt näher. Großartige Technik. Danke. Danke. Der letzte Kampf steht bevor. Und alle setzen auf den Favoriten. Auf dich. Außer wenn ich jetzt verliere. Oh. Was willst du, Loredo? Stanek muss gewinnen. Dann sind wir die wahren Gewinner. Ein Drittel des Einsatzes gehört dir. Das ist kein Vorschlag. Ich verstehe. Du bist ein Betrüger. Deine Meinung interessiert mich nicht. Du sollst den Kampf verlieren. Verschwinde, alter Mann. Ich möchte nicht verlieren, meine Ehre damit. Ich kämpfe gegen Opa? Ach so, das ist der... Wer sich erinnert, der Opa gib's aus The Witcher Arsch. 1. In dem Sumpfgebiet, in dieser Höhle, ne? Mit diesem einen Dingstein. Das ist der Opa. Jetzt hat er eine Glatze, aber ist der Opa, Alter. Ich kämpfe nochmal gegen diesen Opa, ist das klopf geil. Ihn durch. Aber dass wir uns nicht kennen, weißt du? Oder dass er halt nichts sagen, dass wir uns kennen. Finde ich schade. Gib's dem Arsch! Oh, nicht an den Haaren ziehen, Junge. Bams! So, komm, leg dich hin, mein Freund. Bin schon alt genug. Lass dich jetzt hab ich's geschafft. Ich find das am geilsten. Da hast du dein Geld. Die Wachen bringen dich zum Tor. Das wirst du bereuen. Ja. Kleine Nase hat's ja gesagt. Gewonnen. Gib mir, was mir zusteht. Zuerst das Vergnügen. In jeder Kneipe freie Runden.
Ganz zu schweigen von den Mädels. Bums sie für mich mit. Fight Club. Nebenquest. Ist die Quest jetzt komplett fertig? Abgeschlossen, ja, 100 XP. Krieg ich meine Rüstung? Achso. Wenn ich die vergessen würde, ich würde kotzen. Mein Schwert? Mein anderes Schwert? Das da? Rahmenrüstung? Handschuhe? Noch was? Nee, okay. The Witcher is back. Der ist besoffen, eindeutig. Ich hab hier was für dich. Und ich sehe, wie er sein Messer greifen will. Teufelskerl. Und? Er starb mit einem Pfeil im Rücken. Geld hatte er nicht. Nur die Armen wehren sich. Redet ihr von mir? Hat doch Geralt gesagt. Ein Gruß von Kommandant Loredo. Abschaum. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich wirklich veräppeln? Was gibt's, Grünschnabel? Sollten wir nicht auch ein paar sinnvoll... Was ist das? So.